Hi, willkommen, ich bin der Max und ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber mir war es extrem wichtig, dass dieses Video heute online kommt, weil ich möchte auch, dass ihr noch ein bisschen Zeit habt, darüber nachzudenken, über das, was ich jetzt erzähle, weil einerseits mache ich heute so einen kleinen Recap, wie uns die American Express Platinum Kreditkarte durch die Weltreise gebracht hat, also was sie gekostet hat in der Zeit und was sie uns für Benefits beschert hat und was das so ein Geldwertervorteil ist, aber auch so ein bisschen so vom Feeling der Vorteil. Und andererseits gibt es aktuell auch gerade noch eine Aktion, wo ihr mit dem Freundschaftslink unten in der Infobox 80.000 Memberships bekommt. Das ist fast ein Business-Class-Flug, wie ihr nachher gleich sehen werdet, noch im Laufe des Videos. Das ist ein mega Angebot. Normalerweise sind es maximal 75.000 bis jetzt gewesen und 80.000, das ist halt richtig krass gut. Und ich möchte, dass ihr euch da auch noch Zeit habt, das euch durch den Kopf gehen zu lassen. Aber wir gehen jetzt erstmal alle Vorteile durch, die wir tatsächlich genutzt haben. Ich sage euch noch ein paar andere Vorteile auch, die wir dann nicht genutzt haben, weil tatsächlich in den 2 Jahren, wir konnten gar nicht alles ausschöpfen, was die Karte alles kann. Und will aber alles mit aufzählen, den Geldwertenvorteil sowohl zeigen, als auch so das Feeling einfach dahinter. Und dann werden wir mal vergleichen, was hat uns die Karte gekostet und wie viel Gegenwert haben wir dafür bekommen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Video. Kurz nach vorne weg als Info, wir haben uns praktisch eine American Express Platinum Karte geholt. Wir waren zu zweit unterwegs auf Reisen und der zweite hat praktisch die kostenlose Zusatzkarte bekommen, mit der er auch fast alle Benefits nutzen kann. Aber wir haben uns die Benefits einfach während der Zeit auch immer geteilt. Und deswegen hatten wir das Commitment, dass jeder von uns die Hälfte des Monatsbeitrages zahlt. Und jeder hat so eine Karte, aber wir teilen uns auch alle Benefits. Die Karte, die wir tatsächlich am meisten genutzt haben, also den Vorteil, glaube ich mit am meisten zumindest, war der Priority Pass. Der Priority Pass kostet eigentlich so um die 400 Euro, aber ich möchte jetzt gar nicht so, okay, das wären dann 800 Euro pro Jahr, pro Person, aber ich möchte in diesem Video nicht die theoretischen Kosten irgendwie aufzählen, sondern das, was wir wirklich genutzt haben. Und ich habe deswegen auch so eine kleine Tabelle gemacht, wie oft wir tatsächlich in diesen Airport Lounges waren. Ich mache mal hier so ein paar Screenshots mit rein. Wir waren insgesamt in diesen 2 Jahren Weltreise 17 Mal in Airport Lounges. Das klingt jetzt eigentlich gar nicht so viel. Wir waren aber auch ein halbes Jahr auf den Philippinen. Es war auch Covid, das heißt, manche Lounges waren dann in der Zeit, wo man da gereist ist, leider zu. Wir konnten es gar nicht so krass ausnutzen, wie wir eigentlich gewollt hätten. Ich weiß auch, wir waren in den ersten 4 Monaten, wo noch nichts von Covid war, konnten wir 21 Lounge-Besuche machen. Also es war richtig krass, hatten auch teilweise lange Aufenthalte. Und ich berechne jetzt mal diesen fiktiven Wert von so einer Lounge mit 20,50 Euro, einfach weil die meisten kosten so zwischen 25 und 30 Euro. Es gibt auch doch teurere, aber einfach mal, damit man so einen Mittelwert hat. Und man muss es halt auch wirklich genießen. Und gerade dieses Feeling, in so einer Lounge zu sein, ist halt einfach schon cool, weil du ganz anders reist. Also du kommst da an am Flughafen, du kannst echt vorher ankommen, weil du denkst, ja okay, du kannst in die Lounge sitzen, du kannst was essen, du kannst was trinken. Da geht halt die Reise schon mit einem Sektler los zum Beispiel. Wenn man einen langen Layover hat, dann kann man duschen und sowas. Also es ist ein ganz anderes Reisefeeling, viel entspannter und ein bisschen zu, ja, exklusiver einfach. Und wir haben das mega gefühlt immer und haben es auch echt ausgenutzt. Dann, wenn es mal abends war, dann hat man sich mal einen Gin gegönnt und das ist halt alles kostenlos in diesen Lounges und es ist halt mega praktisch. Aber wie gesagt, ich habe es einfach mal so 27,50 für so einen Lounge-Eintritt gemacht. Und das heißt, das hätte insgesamt für die 2 Jahre einen Gegenwert von 935 Euro gehabt. Also tatsächlich hat jeder von uns so eine eigene Karte gehabt und wir sind damit kostenlos in die Lounges reingekommen. Da gibt es so eine App dazu, wo man dann auch immer die speziellen Lounges dazu suchen kann. Und da gibt es eigentlich, sobald man international fliegt, immer eine Lounge. Mit der Karte, also ich konnte rein und ich konnte noch einen Gast mitnehmen. Max konnte rein und er konnte auch noch einen Gast mitnehmen. Dann hat man jedes Jahr 200 Euro Reiseguthaben, wenn man über die Plattform der Amex bucht, über die Reiseplattform. Und das haben wir gemacht, haben wir komplett ausgenutzt. Wir haben einmal den Flug nach Neuseeland gebucht damit und ich glaube einmal den Flug nach Costa Rica war es, glaube ich. Haben wir darüber gemacht und da muss man auch ein bisschen aufpassen, einfach vergleichen, so hey, wie sind die Flüge, wenn ich jetzt über Skyscanner gucke und wie sind die Flüge dort, da sind sie meistens ein bisschen teurer. Ja, man muss da einfach auch immer tatsächlich nochmal gegenchecken, weil wenn der Flug dann halt 200 Euro oder 150 Euro mehr kostet auf der Plattform, ja, dann buch den lieber über Skyscanner und guck irgendwann anders mal nochmal über die Plattform. Was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben damals einen Flug, der, ich glaube, nach Costa Rica rein, habe ich den über die Plattform gebucht und Max hat seinen bei Skyscanner gebucht, weil wir hatten ja nur ein Gepäckstück und dann habe ich meins mit Gepäckstück darüber gebucht und Max hat den günstigen genommen bei Skyscanner. Wir sind dann mit derselben Maschine losgeflogen von Nicaragua aus, aber mit 2 unterschiedlichen weiter von El Salvador nach Costa Rica rein war es, glaube ich, oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind wir dann mit 2 unterschiedlichen Fliegern angekommen, aber hat perfekt geklappt, haben wir uns wieder was gespart und mussten nicht unnötig für den zweiten Flug nochmal mehr ausgeben.
Also da muss man es einfach auch geschickt anstellen, aber wenn man da Schwabe ist, dann kriegt man das auf jeden Fall raus. Also die 400 Euro haben wir auf jeden Fall rausgeboxt und haben wir auch ausgenutzt. Dann ein weiterer Vorteil, den wir so teilweise genutzt haben, das war einmal, dass man bei Hilton Hotels und auch bei anderen Hotelketten, wie zum Beispiel Radisson und so, so ein Status-Upgrade bekommt. Meistens hat es sich für uns nicht gelohnt, weil für uns Airbnb und sowas einfach günstiger war. Aber gerade in Amerika gab es zwei Hilton Hotels, und zwar die Motto bei Hilton, die einfach einen krassen Value hatten, weil sie recht günstig waren. Sie waren schon eher so Bankbettmäßig, waren aber super zentral gelegen, weil alles, was in dem Preisregime gewesen wäre, wäre halt viel krass außerhalb gewesen. Und da haben wir zum Beispiel einmal in Washington, da hat man 6 Nächte gebucht und da haben wir halt jeden Tag $30 Verzehrgutschein gehabt. Das heißt, wir haben jeden Tag eigentlich unser Abendessen oder mal eine Flasche Wein oder sowas und konnten das dann jeden Tag essen und mussten eigentlich nichts dafür zahlen. Das war eigentlich echt ganz cool. Und außerhalb hätte das Essen halt tatsächlich auch $15 pro Person gekostet. Von dem her war richtig gut, haben wir richtig abgefeiert und hat sich super gelohnt. $30 sind 27 Euro mal 6 Nächte, kommen wir auf 159 Euro, das wir damit nochmal mit reingeholt haben, wo wir halt eigentlich hätten ausgeben müssen. Weil es in Washington so gut geklappt hat, haben wir das gleich in Philadelphia auch nochmal gemacht. Da gab es nämlich auch ein Motto bei Hilton Hotel. Da haben wir leider nicht ganz so viel Benefits bekommen. Da gab es nur Frühstück, war aber trotzdem ganz praktisch. Man musste halt nicht raus, man hat jetzt so einen Coffee bekommen und so ein süßes Stückchen. War okay, war definitiv nicht so cool wie in Washington. Deswegen, ich habe es mal so mit circa 6 Euro Amerika ist super teuer, deswegen 6 Euro ist eigentlich noch gut gedingert. Wenn man sich das beim Starbucks oder so geholt hätte, wäre es, glaube ich, wesentlich teurer gewesen. Aber ich dachte, 6 Euro für 5 Nächte macht mal 2 insgesamt 60 Euro für uns beide, für die 5 Nächte, wo wir uns da nochmal gespart haben. Und Max war tatsächlich noch in Windhoek einmal für 5 Tage alleine in einem Hilton Hotel. Da hat er gesagt, hey, er braucht mal so ein bisschen so wieder Social Life und ein bisschen Internet nach Wüsten-Safari-Tour und Roadtrip, während ich noch auf der Farm war, und er hat sich das gegönnt. Er hat gesagt, okay, Hilton, da habe ich meine Vorteile. Er hat Frühstück kostenlos bekommen und Abendessen kostenlos bekommen. Ich habe das Ganze mal in Windhoek mit so 30 Euro pro Tag angerechnet. Es waren 5 Tage, also 150 Euro, was ich da auch nochmal gespart hat. Einfach weil er gesagt hat, ja, habe ich Bock drauf, und war halt auch geiles Essen. Er hat mich sogar einmal mit reingenommen und dann habe ich mitgegessen. Weiß man nicht ganz, ob das so funktioniert hat, aber es hat auf jeden Fall nichts gekostet, dass ich mitgegessen habe, weil er durfte, glaube ich, sogar Gäste mitnehmen. Aber wir waren uns da nicht ganz sicher, aber wir haben es einfach mal probiert und wir haben nichts zahlen müssen. Von dem her eigentlich nochmal 15 Euro mehr, aber die schenke ich jetzt da. Ich bewerte das Ganze jetzt wirklich nicht so übertrieben, so ordentlich und das und das, sondern einfach, wie es tatsächlich war. Dann hat Amex auch immer wieder so Angebote, wie zum Beispiel, hey, wenn du da das und das ausgibst, kriegst du nochmal 100 Euro extra, oder wenn du da hier so und so viel Euro ausgibst, kriegst du immer nochmal 5% nochmal Cashback oder sowas. Oder hey, hier kriegst du nochmal extra Membership-Punkte, auf die Membership-Punkte komme ich gerade auch gleich noch. Das ist halt so ein Ding, ja, haben wir tatsächlich gar nicht genutzt, bis auf ein einziges Mal. Und zwar gab es da das Angebot, hey, gib entweder bei Mediamarkt, Lidl und noch ein paar andere Läden bis zu 250 Euro aus und du kriegst das Geld einfach zurückerstattet. Und wir so, hä? Wo ist der Haken? So. Und wir haben es auch einfach mal probiert. Wir haben dann bei Mediamarkt das bestellt für 209 Euro. Das wurde dann abgezogen und weiter unten in der Rechnung wurde es dann einfach wieder gutgeschrieben. So, also. Und dann haben wir natürlich noch die restlichen 41 Euro auch nochmal was bestellt und haben es dann auch wieder gutgeschrieben bekommen, wo ich mir dann auch dachte, so krass. Das waren einfach mal 250 Euro geschenkt. Wie gesagt, wenn man bei Lidl einkauft oder bei Mediamarkt, da gibt es so einen gewissen Zeitraum, wo man eben was kaufen muss. Und in dem Zeitraum hat man das Geld einfach wieder komplett zurückerstattet bekommen. Ohne Mindestbestellwert. Normalerweise ist da ja immer irgendwo ein Haken. Nö, es war einfach das Geile der Karte. Und es war auch richtig, richtig gut. Also nochmal 250 Euro drauf auf unser Guthaben, wie wir die Karte ausgeschöpft haben. Wo man eben nochmal ein Status-Upgrade hat, ist zum Beispiel bei Radisson, das haben wir aber tatsächlich nie genutzt. Und bei Six Strides, da gibt man zum Beispiel auch dann eine höhere Klasse und man hat auch 10 Mal pro Jahr so ein 20 Euro Six Stride Guthaben. Und das haben wir tatsächlich nie genutzt in den 2 Jahren, weil irgendwie, keine Ahnung, haben wir das nie gebraucht, nie genutzt. Es wäre eigentlich auch nochmal 400 Euro gewesen, die wir tatsächlich nutzen hätten können, aber wir haben es einfach nicht gebraucht, von dem her kann man das in dem Fall nicht anrechnen, aber gäbe es zum Beispiel auch noch. Was wir auch nicht genutzt haben, beziehungsweise auch nicht so wirklich nutzen konnten, leider, waren die ganzen Versicherungen, die da dabei sind. Ich mache euch hier mal so eine kleine Liste. Also bei der Amex Platinum sind wirklich super viele Versicherungen dabei. Also man braucht da wirklich, gerade wenn man kurze Reisen macht, keine
Reiserücktrittsversicherung oder das Koffer verloren gehen, Versicherung, sowas, weil das ist da alles mit dabei und ist halt super praktisch, aber es gilt eben nur für Reisen bis maximal 120 Tage, da muss man einen Tag in Deutschland sein und dann könnte man theoretisch wieder los. Kann man vielleicht gerade am Anfang der Weltreise, wenn man mal so 3 Monate unterwegs war, mal einen kurzen Stopp nach Hause machen, dann wäre das alles mit drin. Das einzige Prämisse ist eben, dass ihr das über die Amex buchen müsst, also eure Flüge, eure Unterkünfte und sowas, was wir aber auch immer gemacht haben. Wir haben gerade Airbnb, Booking, Flüge, es geht ja mal, es ist ja alles mit Euro, weil der Nachteil ist, wenn ihr mit der Amex irgendwie über Dollar oder sowas bucht, dann habt ihr relativ hohe Gebühren. Von dem her, wir haben eigentlich grundsätzlich immer versucht, alles mit Euro zu bezahlen. Von dem her, wir haben eigentlich grundsätzlich immer versucht, alles mit Euro bezahlen zu können, damit wir die Amex nutzen können. Die höheren Gebühren wollten wir dann doch immer meistens nicht zahlen, außer es war jetzt wirklich ein Flug, der, keine Ahnung, 1000 Euro kostet pro Person und dann gab es nochmal eine kleine Gebühr von, keine Ahnung, 1%, 20 Euro oder sowas. Ja, dann haben wir es mal gemacht, weil wir die Punkte auch wollten. Aber sonst haben wir tatsächlich strikt, wenn es irgendwie Auslandswährung war, nie mit der Amex gezahlt, sondern immer mit einer anderen Kreditkarte. Wir hatten da die Santander, da gibt es auch mittlerweile noch ganz andere, die auch sehr, sehr gut sind, die dann einfach einen guten Wechselkurs haben. Und ja, da haben wir das auch noch gemacht. Summa summarum sind wir aktuell, wenn ich mich nicht verrechnet habe, bei 1954 Euro. Und jetzt kommt eigentlich erst der Knaller, den habe ich mir natürlich für den Schluss aufgehoben. Noch kleines Zwischenfazit. Die Karte kostet in den 24 Monaten 55 Euro im Monat, das heißt 1320 Euro. Das heißt, wir sind jetzt schon 600 Euro drüber. Und jetzt kommt der Knaller. Wir sind mit der Amex-Karte auch noch Business Class geflogen. Und das war halt auch eine Erfahrung, wo ich mir nie hätte erträumen können, dass das tatsächlich klappt auf der einen Seite und dass das halt auch einfach irgendwas ist, dass man das im Leben mal erlebt, weil so ein Business Class-Flug, der ist halt einfach schweineteuer. Und unser Flug hätte im Normalfall, ich habe den Screenshot hier eingeblendet, der Max schickt ihn mir später noch, ich weiß nämlich nicht mehr auf den Euro genau, wie viel unser Flug gekostet hätte, von New York über Schweden mit der SAS Airline Business Class, Sitzplatz 1A und den daneben nach Berlin, um die 11.000 Euro hätte das für uns beide gekostet und wir haben einfach mal gezahlt. 144.000 Meilen. Redemption Booking Confirm. Weil Steuern und Gebühren dann trotzdem noch anfallen, wenn man so Punkte einlöst. Aber mit der SAS Airline sind die super günstig und deswegen haben wir damit also 31 Dollar bezahlt oder sowas. Also richtig wenig für 2 Personen für den Flug. Also auch da nochmal natürlich mega was gespart. Wir wären natürlich jetzt normalerweise nicht Business geflogen, na klar. Aber einfach die Erfahrung war es halt mega cool. Und wenn man das, die 11.000 Euro jetzt noch on top sieht, dann denkt man sich so, okay, krass. Wie haben wir das Ganze gemacht? Wir haben da einmal unsere Memberships-Punkte, die man eben sammelt, wo es eben gerade das Angebot gibt mit diesen 80.000, haben wir eingelöst. Und für unsere 2 Flüge haben wir insgesamt, ich habe es mir aufgeschrieben, 216.000 Amex-Punkte umgewandelt in 144.000 Chris Flyer Meilen. Und damit konnten wir diesen Flug sozusagen buchen und haben dann bloß noch 31 Euro gezahlt. Das heißt, diese Punkte sind extrem viel wert, wenn man denkt, dass der Flug eigentlich 11.000 Euro gekostet hat. Das war eine mega geile Erfahrung. Ich kann euch das Video auch nochmal dazu verlinken. Und definitiv würde man das normalerweise nicht machen. Und deswegen hat sich für uns diese Amex so krass gelohnt, weil es einfach für uns Erfahrungen gebracht hat. Nicht nur die ganze Zeit in diesen Lounges zu sitzen, wo halt auch ein bisschen einfach so cool ist und es macht das Reisen so entspannter. Und man kann auch ein bisschen früher am Flughafen gehen, wenn man weiß, okay, ich habe ja Zeit. Und manchmal war es auch gerade echt wegen den Covid-Zeiten ganz gut, weil es teilweise echt lang gedauert hat, dass wir schon früher dort waren. Wir haben es gar nicht mehr geschafft, lang in der Lounge zu sein, oder sind teilweise gar nicht mehr hingekommen, weil wir einfach so im Stress waren. Aber wir haben echt immer gut Zeit eingeplant vorher. Natürlich wegen Covid konnten wir auch nicht in alle Lounges gehen. Das heißt, man hätte das natürlich noch mal mehr ausnutzen können. Wir hoffen, dass das jetzt natürlich in Zukunft auch wieder besser ist. Wir behalten die Karte auf jeden Fall weiterhin. Und ich habe tatsächlich jetzt immer noch 190.000 Punkte auf meinem Konto. Das kriegt man einmal dadurch, dass man, und das komme ich jetzt gleich dazu, nämlich nochmal, was die Punkte angeht, indem man natürlich Geld ausgibt, sammelt man pro Euro einen Punkt. Es gibt noch so einen extra Booster, wo man 15 Euro im Jahr bezahlt und dann pro Euro 1,5 Punkte kriegt. Das haben wir auch aktiviert, weil wir gesagt haben, okay, die Punkte sind einfach so krass wertvoll, die 15 Euro ist es uns wert. Und zum Beispiel eben auch Freunde werben.
Wie zum Beispiel jetzt dieser Link, weil da kriege ich auch meine 80.000 Punkte, ihr kriegt eure 80.000 Punkte. Das heißt, wenn ihr danach irgendwann, diese Aktionen kommen immer wieder, schon die ein bisschen genutzt habt und ihr werbt dann auch mal jemand, dann habt ihr schon auf jeden Fall euren Business-Class-Flug drin. Und wie gesagt, also einer ist da auf jeden Fall safe. Also wir sind ja jetzt auch echt einen langen Flug geflogen und guckt da einfach mal ein bisschen drum, wo ihr die Meilen einlösen könnt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram, ich beantworte das gerne. Und was ihr aber auch nicht vergessen dürft, wenn ihr diese Karte beantragt und diese 80.000 Punkte wollt, ganz, ganz wichtig, ihr müsst in den ersten 6 Monaten 6.000 Euro damit ausgeben. Klingt viel, wie schafft ihr das? Ihr fragt Freunde, Familie, ob die gerade irgendwelche großen Anschaffungen habt. Wenn ihr irgendwie ein gemeinsames Geburtstagsgeschenk gekauft wird für einen Kumpel oder so, sagt, hey, ich bezahle das mit meiner Amex. Zahlt erstens mal die Punkte damit ab, weil ihr was ausgibt mit der Karte. Und zusätzlich kommt ja auch den 6.000 Euro einfach am Anfang näher. Gerade wenn man natürlich Flüge, Unterkünfte oder sowas bucht, dann geht das natürlich nochmal ein bisschen schneller. Guckt, dass ihr so viel wie möglich einfach mit der Amex bezahlen könnt. Dass ihr da einfach eure Punkte sammelt und euer Geld ausgibt. Aber gerade, es gibt ja immer mal wieder große Anschaffungen. Und das haben wir auch mal gemacht, wenn mal die Eltern was hatten, so hey, da müsste man mal was bezahlen, da müsste man mal was bezahlen, haben wir halt immer gesagt, hey, nehmt doch die Amex, kriegen wir Punkte. Gerade jetzt zum Beispiel um so eine Weihnachtszeit rum, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp, dass man damit noch Weihnachtsgeschenke bezahlen könnte. Außer man beantragt das jetzt ganz schnell, das funktioniert auch alles ganz schnell, aber ja, grundsätzlich bei uns hat es sich mega gelohnt. Wenn ich jetzt diese ungefähr 11.000 Euro noch dazu rechne, die dieser Business Class Flug normal gekostet hätte, dann sind wir circa, wie gesagt, ich weiß den genauen Amount gerade nicht, bei fast knapp 13.000 Euro, die uns die Karte eigentlich in den 2 Jahren eingebracht hat, also der Gegenwert von den Sachen, die wir bekommen haben, und gekostet hat uns die Karte halt einfach 1.320, also die Rechnung geht auf. Selbst ohne den Business Class Flug wäre die Rechnung aufgegangen. Weil wir sie natürlich einfach auch schon echt viel genutzt haben. Wir konnten sie natürlich auch viel nutzen mit den Lounges und auf der Weltreise. Aber tatsächlich muss man auch dazu sagen, wir haben nicht alles nutzen können. Also gerade dieses Sixth Ride oder sowas oder die ganzen Versicherungen, die ja auch echt einen krassen Gegenwert haben, konnten wir gar nicht nutzen. Und trotzdem hat sich die Karte gelohnt. Also falls ihr da Interesse habt und Fragen habt, schreibt mir auf jeden Fall. Schreibt gerne einen Kommentar. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis zum 13.12. ist die Aktion noch gültig. Denkt dran und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich halte euch auf den Laufenden. Für uns hat es sich mega gelohnt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.